Und auch. Der sieht mich nicht. Hab's nicht gesprengt. Es war nur nicht sehr stabil. Aber wenn ihr Glück habt, habt ihr noch Garantie drauf. Ja, eine Dusche. Ach. Was kommt jetzt? Es bebt. Also ich muss auf jeden Fall... Ups. Ich muss auf jeden Fall noch da hoch. Da scheint irgendwas Interessantes zu geben. Aber wenn da keine Ziele sind, und hier muss ich auch hin. Hier geht es nur noch um Primär. Klar, ich habe das sekundäre Ziel quasi da drüben erledigt. Ich konnte dort und dort handeln. Schon wieder eine Panzerabwehrwaffe? I'm very erstaunt. Jetzt wissen wir zumindest... Ah, nein! Alter. Ich habe schon gedacht, ich mache hier den Abgang. Und den habe ich auch gemacht. Dass ich wieder ganz außen rum. Wo komme ich denn hier rein? Aha. Ja, das ist ja... praktisch. Ja, mach ich doch. Ah. Ich will trotzdem hoch. Und ich muss ja trotzdem hacken noch, weil ich will wieder raus. Oder nicht, weiß ich nicht. Hier liegt sogar nochmal eins. Ein Info-Update. Und... Ach, hacken wir das jetzt. Wir müssen ja sowieso. Und wenn dann wieder solche Fuzzis kommen. Alter, ey. Dann wäre es ein bisschen unpraktisch. Jetzt laufen wir mal die Treppe runter. Dazu ist natürlich da. Auch wenn ich kaum was sehe. Wegen dem Blinken hier. Ich glaube, auf YouTube ist es eher schlimmer. Ja. Erstmal versorgen. Nein! Jetzt können wir die dreimal holen. Okay. Viermal. Hä? Ach so. Na klar, ich kann die nur dreimal nehmen. Ja, hier gibt es nur ein Primärziel, aber ja genau, das ist jetzt hier sowieso schon gehackt. Machen wir es mal da dran. Romeo 1, Zellenergieausstoß bei 65% Fall. Mission erfolgreich. Weiter zu Delta. Bewegung. Kritische Gefahr. Lauert irgendwas auf? Bis jetzt nicht. Ich habe noch eine andere Idee. Denke, sie wird Ihnen gefallen. Echt? Kenne ich die Idee auch? Ja, jetzt kommen hier schon welche. Dafür, dass ich mir einen Körper mit dir teile, Prophet, würde ich die Idee auch gern wissen. Nur so mal nebenbei. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Nicht im Laufen getroffen. Hooray, hooray. Ja, doch, jetzt hole ich mir da hinten jetzt. Ist doch eine Leichtigkeit für uns. Hier, hacke die Hack und nochmal dasselbe. Naja, eine geilere Waffe als die, wo wir jetzt gerade haben. Geilere Waffen gibt es ja kaum. Außer die hier. Ist die geilste. Aber ist ja schon alles voll. Jetzt, wo schon alles voll ist, kriegt man was. Das ist typisch. Und hier sind Laser. Oder auch nicht. Wow. Alter. Jetzt weiß ich, was ich hier hacken konnte. Verdammt. Alter, ich erschrecke mich da immer so schnell. Ich hätte jetzt gar nichts dagegen. Mein Gott, ich bin ja ein super
super Kampfputzi hier mit meinem Anzug. Aber ich erschrecke mich da immer so mega. Mann. Okay, ich hole mir da hinten doch nochmal ein bisschen Muni. Mach jetzt wieder irgendwie möglichst fertig. Und hole mir dann Muni. Eine vielversprechende Taktik. Tak, 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 tak. Jetzt um es nochmal zu zeigen. Hier, geholt und dann... Finito. Ah, wir könnten auch... Ach, nee, nicht die. Nicht die, nicht die, die hier. Wenn wir Glück haben... Ja, 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 nein. Das muss ich nochmal ganz hier zurücklaufen, da kann ich hier gleich Muni mitnehmen. Ich mag es immer, wenn meine Muni voll ist. Alter, was hält denn der aus? Ja, jetzt ist er. Ja, also, zumindest jetzt. Mann, habe ich viel gebraucht. Die habe ich noch alles. Die habe ich noch alles. Da habe ich noch alles, meine ich. Jetzt muss ich da runter. Ja, so wie scheint. Treppe hier. Wow. Ah ja, okay. Also das Wasser sieht auch geil aus. Unten. Unten vor allem. Über Wasser natürlich sowieso, das kennt mehr von der CryEngine. Benutze ich das? Mal. Romeo 1, ah, wir haben ein Zeitfenster von 60 Minuten für das Primärziel. Mehrere Cell-Einheiten nähern sich Ihnen. Gefährden Sie jetzt nicht die ganze verdammte Mission. Ja. Jaha. Action pur. Seilbahn. Totale Vernichtung. Und ein Flutter Prophet. Er lebt noch. Dafür der Damm nicht mehr lang. Oh, jetzt werden wir weggeflutet und... Ah, Luft. Geil inszeniert. Ich mache jetzt ein kurzes Aufnahmepausieren und wir sehen uns gleich oder morgen früh wieder. Romeo 1, rücken Sie jetzt zum Nexus vor. Ich verbuche die explosive Exfiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen. Den haben nur Menschen. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Und Sie haben ohne mich keine Chance. Ganz also genau. Machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Cells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird eher noch schlimmer. Cell zieht sich zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Definitiv. Ja, ich mache jetzt ein kleines Aufnahmepäuschen und wir sehen uns nicht bis morgen früh, sondern bis morgen Mittag oder morgen Nachmittag oder bis morgen Abend. Je nachdem, wie mein Internet mitmacht. Was? Mann, ich hätte doch gar nicht geschossen. Ja, hat wohl Ladehemmung. Und ja, da ist gerade noch einer an Land gekrochen. Hat nur deutlich gesehen. Aber der hat sich... sehr spät graben. Zum Teil. Also da hinten ist mein Ziel, ein bisschen weg. Und dann sage ich mal, tschüss und bis zum nächsten Mal. Also morgen. Tschüss.